Ihr Mann ist gar nicht mehr bei Ihnen zu Hause, stimmt's? Frau Mertens, wir schweigen können uns nicht weiter. Komm, Julian. Vielleicht können Sie Stiefsohn Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Hi there. Hi. Can I ask you a question? Sure. Du bist so ein mieses Arschloch. Was bezweckst du damit eigentlich, dass ich wahnsinnig werde? Damit so. Kann ich normal miteinander reden? Was willst du? Reden? Du kommst hierher und quatschst mich voll mit deinem Gelaber. Was willst du? Hast du wirklich das Gefühl, so kannst du alles wieder gut machen? Nein,